Wie lange laufen wir? Wissen wir gar nicht, ne? Wie lange wir jetzt schon laufen? 10 Minuten? Guten Morgen. Wir sind auf dem Weg zum Meer. Also ich mit den Kindern. Bernd ist zu Hause geblieben. Der geht nicht so gerne wandern. Er sagt, das ist ihm zu anstrengend, an den Berg wieder hoch. Die sind bitter, die Oliven. Ja, ich habe aber welche geerntet und eingelegt, dass wir die vielleicht essen können. Aber das dauert ein paar Wochen, bis sie ihre Bitterstoffe verlieren, ne? Ja, wir durften heute wieder ganz entspannt in den Tag starten. Vor allem auch ich. Es beginnt jetzt so langsam die Zeit. Livia wird 2 Jahre alt. Ich durfte heute Morgen alleine noch im Bett liegen bleiben. Bernd ist aufgestanden, hat Frühstück gemacht, die Windeln gewechselt und so. Und früher, also bis gestern ungefähr gefühlt, da musst du die Jacke wieder anziehen, Livia, für Kapuze aufsetzen. Irgendwann wird sie auch ganz. Ja, genau. Also ich habe halt, das war wirklich Luxus heute Morgen, dass ich einfach noch 10 Minuten alleine liegen bleiben konnte. Früher war immer Mama, Mama, Mama. Ich konnte quasi nicht mal alleine auf Toilette gehen und jetzt ist es so unendlich frei. Ja, wir müssen hier lang. Sind wir den Tag doch auch gelaufen, ne? Und natürlich hatte ich eine ganz schöne, intensive Zeit mit Livia, haben wir auch immer noch ganz viel, aber trotzdem genieße ich auch jetzt so die neu gewonnene Freiheit, alleine auf Toilette gehen zu dürfen zum Beispiel. Ja, und jetzt machen wir das, was wir schon seit einer Woche machen wollen. Wir sind jetzt seit einer Woche in unserem Ferienhaus hier mit Meerblick und wir wollten am ersten Tag zum Meer gehen, da haben wir das dann doch nicht gemacht, weil wir unseren Wohnwagen da einfach so wild stehen hatten und so nicht alleine lassen wollten. Dann wollte ich vorgestern oder so mit den Kindern gehen, da fing es auf einmal an zu regnen. Und jetzt heute, es ist richtig warm, wir haben 18 Grad, 18 Grad. Ich habe mich zu warm sogar angezogen. Livia hat ihre Jacke auch schon ausgezogen und umgebunden. Calvino war klug, der hat ein T-Shirt angezogen. Ja, richtig schönes Wetter müssen wir ausnutzen die nächsten Tage. Ein Schuh, ja. Bevor es dann richtig kalt wird. Es wird richtig kalt nochmal hier in Griechenland. Laut Wettervorhersage. An der Hand möchtest du? Ach, den Schuh. Nee, den lass mal liegen. Den nehmen wir nicht in der Hand. Doch, ja, es ist heilig, aber wir gucken ja nur. Wir machen nichts kaputt. Ich heb dich hoch, Livia, dann kannst du reinschauen, okay? Guck, da ist eine Kerze drin. Na, da kümmert sich jemand drum. Wow, wie wunderschön. Guck dir das an. So, wie feine Blätter. Riecht der auch? Der riecht auch ganz mild. Boah, das sieht ja richtig toll aus. Die sind ganz puschelig. Schön, habe ich noch nie gesehen. So, jetzt sind wir gleich am Meer und ich wollte euch diese Briefkastenstation zeigen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass in vielen Orten die Hunde bellen, die Briefe in so Sammelstationen reingeschmissen werden und dann die Bewohner vom Dorf sich hier die Post abholen. Jan! Da willst du rein? Hm, haben es gefunden. Wir haben ganz viele Calendula entdeckt hier. Die blühen hier einfach im Januar. Hier rein. Ja, ja. Wir sammeln ein bisschen Holz für unseren Kamin heute Abend. Einfach zur Beschäftigung, damit man was zu tun hat und ein bisschen Zündelholz hat für heute Abend. Ja, ist abgepflückt? Ja. So, und jetzt kommt der Endspurt hier bis nach Hause. Berg hoch. Hier müssen wir hoch. Hat schon angerufen, wo wir bleiben. Wir sind jetzt seit fast 2 Stunden unterwegs. Und du hast richtig gut durchgehalten, Livia. Aber jetzt
trage ich sie zurück. Wir sind aber nicht mehr weit jetzt hier. Ist halt doof, weil es bergauf ist. War anstrengend, ne? Soll ich dich mal auf den Arm nehmen? Ich will kuscheln. Schläfst du gleich? Machst du gleich ein Mittagsschläfchen? Essen wir erst. Der Papa hat gekocht, Kohlpfanne. Und wenn wir in Ungarn sind, da haben wir ja den Kinderwagen. Dann versuchen wir, versuchen wir nochmal, ob das nichts für dich ist, Livia. Vielleicht mittlerweile magst du den. Wir haben den extra nicht mitgenommen, weil sonst hatten wir den immer mit auf Reisen. Und dann war der einfach nur Gewicht und hat Platz weggenommen. So, jetzt sind wir gleich da. Ja, die Livia muss ich festhalten, der rennt die um. Ja, ich bin hier, lass ihn los. Lass den wilden Hund los. Wir sind wieder da, Smurfy. Er durfte nicht mit. Richtig schön geschlafen jetzt die ganze Zeit. Ja. Was hat er? Wir haben Holz gesammelt und mitgebracht. Super. Wie lange waren wir weg jetzt? Mir auf Uhr geguckt. Ich habe halt erst alles gemacht, Salat gemacht, dann habe ich jetzt das Schön. Gemacht. Was? Du hattest Freizeit? Ja, mit dem aus München gequatscht. Bitte was? Mit dem aus München. Ah, was okay. Machst du denn hier? Hallo, oh, mein Baby. Wir haben jetzt gegessen und noch einen Kaffee getrunken und jetzt gehe ich mal mit euch in den Wohnwagen. Denn, ihr erinnert euch, wir hatten die Stockflecken-Geschichte. Sorry. Und wir kontrollieren das jetzt ganz regelmäßig. Es hat gestern ein bisschen geregnet und es war alles trocken. Aber ich gucke jetzt, ob die Stockflecken weitergehen. Warte mal. Und ich hatte mir überlegt, ich nehme einen Stift mit, dann kann ich die Stockflecken anmalen, also einfach eine Begrenzung machen, dann sehe ich, ob das mehr wird. Smurfy, geh mal weg, bitte. Ich mache das nicht auf für dich. Geh ab. Ab, Smurfy. So. Es riecht überhaupt gar nicht muffig, wenn man hier reinkommt. Überhaupt nicht. Das ist ja schon mal super. So, wir haben jetzt hier unser Vorzelt hingelegt. Wir haben den Dachgepäckträger im Auto leer geräumt. Wir müssen das ja nicht alles hin und her kutschieren. So, hier. Okay. I show you what I've done. Hier. Also, nur minimal. Das sieht ja so keiner. Die Schränke sind ja in der Regel zu. Weil ich kann das nicht sehen, ob das mehr geworden ist oder nicht. Dasselbe machen wir jetzt hier bei Calvino im Zimmer. Hier hatten wir ja eine neue Matratze noch in der Türkei extra geholt. Denn hier hat es richtig reingeregnet. Wir hatten nicht aufgepasst. Und hier waren Stockflecken auf der Matratze. Boah, ich glaube, das Lattenrost ist nicht richtig. Ey, ich knall hier gleich richtig runter. Ach, da hat er das so gemacht. Ich denke schon, das ist so hoch. Genau, seitdem ist es hier gut. Aber Bernd sagt, ich soll hier auch mal gucken, ob hier Stockflecken sind. Hier ist immer das Problem, zeige ich euch. Man hat das Rollo runter. Man muss hier sehr regelmäßig das Rollo hoch machen. Weil hier sich Stockflecken bilden und ich hatte das auch auf Instagram geteilt. Ich weiß, dass viele Familien unsere Videos gucken, die Ähnliches vorhaben, mit dem Wohnwagen sehr viel zu reisen. Und ist auch alles super. Oder mit dem Wohnmobil. So, und jetzt ist bei vielen die Frage, sollen wir uns ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen holen? Wenn ihr Campinganfänger seid, so wie wir waren, und immer noch sind, man lernt ja nie aus, ne?
empfehle ich aus mehreren Gründen einen Wohnwagen. Erstmal, guck mal, wir haben hier für 5.000 Euro oder 4.700 Euro bezahlt. Das ist zwar mega ärgerlich, wenn hier so Stockflecken sind, aber es ist nicht so schlimm. Wenn der jetzt ein Totalschaden wird, weil wir nicht aufgepasst haben, dann sind das knapp 5.000 Euro, die wir, ja, ne? Ihr wisst schon. Wenn wir aber ein Wohnmobil für 60.000, 70.000 Euro zerschrotten, da würde ich mich wesentlich mehr ärgern. Genau. Und deswegen... Und des Weiteren immer, ich bin immer für Wohnwagen, weil wir abkuppeln können und einfach losfahren können. Ich gucke gerade, ich sehe im Video, wie Calvinos Schrank aussieht da oben. Alles reingeschmissen. Wir können abkuppeln und uns alles besichtigen, einkaufen gehen. Das ist mega praktisch. Und ich kenne viele Familien, haben wir schon kennengelernt, oder auch Pärchen, einzelne, die mit Wohnmobil unterwegs sind und sich dann immer einen Leihwagen nehmen müssen. Das ist sehr kostspielig. Und dann haben die zum Beispiel, wenn die eine Woche einen Leihwagen haben, dann machen die ganz, ganz viel, weil danach ist der wieder weg, der Leihwagen. Weil man hat ja nicht immer Lust, das Wohnmobil fertig zu machen. Aber ich sage nicht, dass Wohnwagen das Allerbeste ist. Da muss jeder für sich selber entscheiden. Nur ich wäre froh gewesen, wenn mir das jemand gesagt hätte, weil wir waren uns nicht sicher. Und nur so als Tipp, wenn ihr nicht wisst, was ihr machen sollt. Ich gucke immer noch nach Stockflecken. Ich mache das jetzt mal hier alles weg. Putze ich jetzt hier und dann male ich das an, weil das hier, das geht weg. Das ist hier nur von dem Kondenszeug. Auftrag erledigt. Und ich habe die Matratze wieder hochgemacht, dass die Luft einfach zirkulieren kann. Ja, und jetzt gehe ich wieder hoch, rauskraxeln. Jetzt Murphy. Das Café habe ich mit Dings. Mit Lidl. Nein, wie heißt das? Sternwarte in Athen ist da. Ja, da musst du gucken, was das kostet und sowas alles, weil dann hast du nicht das Märchencafé vielleicht, ne? Weil das schafft. Aber du willst das Märchencafé zusammen mit dieser Sternwarte machen. Das hatte ich einfach nur so zusammengeschrieben, weil das beides Abendaktivitäten sind. Also, es ist so. Wir waren in Thessaloniki. Wartet. Ja. Weil ich heute Internet angemacht habe, als ich mit den Kindern in eine Walachei spazieren gegangen bin, weil ich Google Maps brauchte. Da brauchte ich mobile Daten. Ja, sorry. Also, zum Thema... Wir waren, also Wohnwagen, hier Dichtigkeit, hast du nicht gesehen. Wir waren in Thessaloniki auf diesem Gratisstellplatz, wo man auch einkaufen kann für Wohnwagen, Campingzubehör. Und die haben gesagt, man kann unseren Wohnwagen oder jeglichen Wohnwagen, Wohnmobil neu abdichten. Das würde 700 Euro kosten. Dann nehmen die halt die Metallleisten ab, machen dann neue Dichtungen rein. Ja, das hat alles ausgiebig erklärt, aber was das kostet? Das kostet ungefähr 700 Euro, aber... Wolltest du es genau wissen? Ja. 724. 724 Euro würde das kosten. Plus Fenster extra, weil wir müssen ja zwei Fenster abdichten. Einmal die großen vorne und hinten, nicht die Seitenfenster. Die sind undicht. Die sind jetzt professionell von Bernd mit Panzertape getaped worden. Moment. Und wenn die dann sagen, können uns die dicht machen für 100 Euro, dann würde ich das immer machen lassen. Ne? Brauche ich nicht das Ladekabel. Kannst du auch machen. Ja, mach doch bitte. Hier. Warum bist du nur so evangelisch? Ja, weil du ne? kannst das doch auch ich selber. Denke, du bist eine Katholikin, dann musst du nicht immer so weg. Ja, also dann war das so. Bernd wollte das gerne machen lassen. Ich versuche die ganze Zeit was zu erzählen und du fällst mir permanent ins Wort. Das habe ich sogar schon als Kommentare bekommen, dass du mich nicht ausreden lassen kannst. Das ist eine sehr unhöfliche Angewohnheit. So, jedenfalls... Schön wär's, wenn du reich wärst. Du müsst dich hier nicht malen und... Du hast mich auch ausgelutscht. ...verkaufen. Ich habe dich ausgelutscht. Geldmäßig. Habe ich nur noch Millionen, nicht mehr Milliarden. Okay.
Das war auch. Hat mich der. Können wir kurz so reden, ohne? Jetzt ist mein Akku gleich leer. Du musst dir einen neuen holen. Nein. Muss ich ihn da reinstecken? Du brauchst mir nichts reinstecken. Also. Jedenfalls hat dann der Bernd da jetzt angerufen, dann hat der Typ ihn da wieder dicht gelabert. Netterweise, also nett, ne? Die wollten halt natürlich auch verkaufen. Bernd wollte es auch wissen. Und das Problem ist aber, die machen die Dichtungen ab, diese Metalldichtung am Rand vom Wohnwagen, schrauben das alles auseinander und dann sagen die zum Beispiel, oh, da ist ja Feuchtigkeit eingetreten, wir müssen das komplett auseinanderbauen, aber das lohnt sich bei eurem Wohnwagen nicht, der ist total Schaden. So ungefähr. Und dann stehen wir da, das ist ja unser Zuhause, wir können ja nicht, also wir möchten da ja abends wieder drin schlafen und so. Dann haben wir jetzt beratschlagt, wie machen wir das denn? Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, wir lassen das jetzt. Also wir lassen die Fenster, wo wir wissen, dass die undicht sind, die jetzt provisorisch abgeklebt sind. Der lädt dich. Bert hat mir eine Powerbank an die Kamera gemacht. Die lassen wir abdichten, die Fenster, aber den Rest lassen wir jetzt so, weil ich bin immer noch der festen Überzeugung, das ist alles Kondens. Und die Griffe lassen wir machen. Diese Führgriffe hinten. Gucken wir. Was gucken wir? Ja, ob wir das machen lassen. Ach, keine Ahnung, geht nicht. Wir fahren da erstmal wieder hin. Das ist so. Ein Aufwand für nichts. Für nichts, ach so. Ja, ich bin jetzt aufgestanden. Ja, weil du mir immer dazwischen geredet hast, ist der Akku halt schon leer. Dass ich erzähle, was Wichtiges hier. Was Wichtiges. Ihr wollt nicht wissen, was der mir gerade erzählt hat. Liebe Freunde. Ich zeig ihn euch, wie er da sitzt in seinem Büro. Ich sitze hier halt, ganz normal. An meinem Laptop. Ja, ich habe halt keinen eigenen mehr. Ich habe genommen. Wofür die mitnehmen, mein PC? Hätte ich so gerne. Der ging nicht mal mehr an, dein alter Laptop von 1900. Mein PC. Der PC. Wo willst du denn den im Wohnwagen aufstellen? Ich habe schon Platz hier gefunden. Kinder schlafen draußen und die Mama, der PC muss mit. Ich bin tot, runtergefunden. Toll. Ja, jedenfalls war das so langweilig und ermüdend alles, dass Livia eingeschlafen ist. Die macht jetzt einen späten Mittagsschlaf. Und ich hatte ja die Tage Aktivitäten rausgesucht, die man hier in und um Athen machen kann. Und auch welche abends für den Fall, dass, also manche Sachen machen halt erst abends auf. Und da haben wir gesagt, für den Tag, dass Livia mal einen Mittagsschlaf macht, so wie heute, könnten wir ja noch was reißen abends im Dunkeln. Und das machen wir gleich vielleicht. Jetzt entspannen wir erstmal alle. Dieses Schwemmholz habe ich schon einige Zeit. Und endlich habe ich Zeit, das zu bemalen. Ich wollte ein Mobile daraus machen. Vielleicht schaffe ich das in unserem Aufenthalt hier im Ferienhaus. Weil hier hat man wirklich erstaunlicherweise sehr viel Zeit. Ich habe euch ja erzählt, dass im Moment haben wir so eine Phase mit Livia. Ich habe sehr viel, verhältnismäßig im Vergleich zu den letzten zwei Jahren, sehr viel Zeit für mich, weil Livia sehr viel alleine spielt, in Anführungsstrichen sehr viel, weil Papa, sie ist jetzt Papa-Kind, er macht sie gerade nach, hör auf sie nachzuäffen, das magst du selber auch nicht. Nicht, wenn sie dabei ist. Sie war halt immer sehr Mama-Kind, auch vom Stillen und so natürlich. Und das ist ja auch alles schön. Ich habe das ja auch sehr mit ihr genossen, habe ich euch schon erzählt. Ich genieße das immer noch mit ihr. Aber es ist auch sehr schön, wenn man mal einfach in Ruhe auf Toilette gehen kann, zum Beispiel. Das ist immer noch mein Lieblingsbeispiel. Kannst du doch, aber ja. Sie geht halt mit. Ja, sie geht halt mit. Ich kann dann nicht in Ruhe auf Toilette gehen, weil dann nimmt sie die Wattestäbchen, dann macht sie Wasser an, alles voll Wasser. Und dann die ist halt wie ein Wirbelwind, ne, so. Ja, jedenfalls, worauf wollte ich jetzt hinaus, dass ich das genieße. Es ist sehr schön. So. Ich bin ein armes Tröpfchen. Ich bin ein armes Tröpfchen mit meinem reichen Ehemann, den ich immer zwinge, zum Lidl zu gehen. Was hat er jetzt für Probleme? Das Murphy muss. Ja. Ich bin gerade 10 Minuten gelaufen. Er hat geschlafen. Er sagt,
er macht den Garten hier kein Geschäft. Jetzt hat er so lange genölt, weil ich dachte, der wollte draußen riechen. Direkt alle Geschäfte doppelt erledigt. Jetzt ist er ganz erschöpft, weil er hat sehr viel gebellt. Jetzt liegt er da in seiner Flocke. Und ist happy. Wird er gefressen mittlerweile. Ja, genau. Also wir machen jetzt mal unsere Dinger hier fertig und nachher, falls wir noch was machen, erzähle ich euch das vielleicht. Je nachdem. Wenn ihr artig seid. Genau. Könnt mir mal alle einen Unterstützungskommentar schreiben. Kann ich dann lesen. Danke. Ja, jetzt hat die geladen, wo die aus ist, hat die Powerbank geladen. Ich wollte noch was sagen. Ich wollte noch was hinzufügen zum Thema Schimmel im Wohnwagen. Wir lassen das so, weil wir uns sicher sind, dass da kein Schimmel ist. Da ist vielleicht mal Feuchtigkeit eingetreten, aber es riecht überhaupt nicht muffig. Das habe ich euch ja auch erzählt, als ich reingegangen bin im Wohnwagen. Und als wir zum Beispiel da die Matratze hatten, wo Stockflecken drauf waren bei Calvino im Zimmer, da hat es wirklich muffig gerochen. Wir haben das alles erneuert, das Lattenrost, die Matratze, wo das halt betroffene Stellen waren. Und jetzt ist das wirklich rein. Also, das wollte ich nur noch mal sicherstellen, nicht, dass da irgendwelche Zweifel auftauchen. Und jetzt mache ich meine gesammelten Werke weiter hier. Gold. Bitte? Ich habe gefragt, wo unser flüssiges Gold ist, weil ich mache jetzt Krebs für den langen Ausflug. Wir haben jetzt, keine Ahnung, wie spät haben wir? 4:30? Livia schläft immer noch und wir haben uns jetzt dazu entschieden, gleich nach Athen reinzufahren. Wir werden da 2 Cafés besuchen, aller Voraussicht nach, wenn wir alles finden und wenn ein Parkplatz und alles so, wie wir uns das vorstellen, klappt. Einmal das Hans und Gretel, das haben wir schon mal in Bulgarien in Sofia besucht. Die haben halt super geile vegane Süßigkeiten, Marshmallows und sowas. Und das ist ein wunderschöner Laden. Könnt ihr mal googeln. Hans und Gretel gibt es bestimmt auch in Deutschland, vielleicht in Dortmund oder so. Und da ist ein Little Cook oder so, das ist auch ein Märchencafé. Da gibt es halt Crepes und alles. Und da werden wir auf jeden Fall Hunger bekommen. Ich weiß aber nicht, ob die eine vegane Karte haben. Deswegen mache ich jetzt vegane Krebs zum Mitnehmen, weil wir sowieso auch Hunger bekommen werden. Und dann ist da in Athen, da hat mir nämlich jemand gestern, vielen, vielen Dank, die Sandra hat mir das per E-Mail geschrieben, weil wir ja Tofu in Griechenland gesucht haben. Sollen wir mal im Asia-Shop suchen, so ein China-Supermarkt. Gute Idee, vielen Dank. In Athen sind natürlich so welche und das wollen wir alles heute verbinden. Je nachdem, wann Livia wach wird. Vielleicht um 18 Uhr oder so, aber ist ja egal. Wir haben ja Zeit. Und was wollte ich noch sagen? Weiß ich nicht mehr. So, erste Crepe geht in the making. Wenn ich eine Kelle habe. Toll. Die ist in der Suppe. Die Kelle. Shitikaka. Wir sind nicht gut vorbereitet. So. War es dann noch nicht so heiß, wie ich dachte, die Platte. Ganz geil. Schneebesen mit Teig. Ja, der erste wird immer komisch, ne? Der erste Pfannkuchen. Schande. Jetzt
Jetzt weiß ich wieder, was ich erzählen wollte. Ich wollte erzählen, dass wir geguckt haben nach der Maut hier in Griechenland, weil die war gestern, sind wir nach den Thermopylen da gefahren, haben wir 20 Euro bezahlt, ne? Ja. Und das wird es heute auch wieder kosten nach Athen. 10 Euro hin, 10 Euro zurück. Er muss fressen. Betty muss immer fressen. Ach so, ja, er riecht hier Krebs. Vegane Krebs sind genau sein Ding. Es sind immer Hunde am Bellen draußen, ne? Haben wir noch eine Packung veganes Nutella? Ja, ne? Haben wir extra mitgenommen, weil wir dachten, wir sind noch ein paar Wochen in der Türkei, ne? Ja, ich weiß. Und das haben wir mit in die Türkei genommen, weil wir dachten, wir fahren noch mal nach Alanya-Gedöns. Aber leider haben wir das ja nicht getan. Dann sind wir wieder hier. Und hier im Lidl gibt's. Aber es schmeckt das vegane Nutella hier, ne? Kann man nichts sagen. Oder? Schmeckt dir das nicht? Du hast ja jetzt erst mal. Geht so, ja. Es ist natürlich im Vergleich zu Original Nutella. Normal ist deutlich geiler. Ja, natürlich. Aber im Gegensatz zu allen anderen Veganen, die ich bis jetzt gegessen habe, ist das echt okay. Bitte? Original ist halt im Abstand das Beste. Ja, das stimmt. Während ich die Krebs backe, ich habe jetzt Kommentare gemacht und wurde gefragt, weil ich in meinem Food Hall erzählt habe, dass ich die Türkei so sehr vermisse. Alles an der Türkei, das Einkaufen, also alles, was ich so Positives erlebt habe. So. Und ich wurde gefragt, warum wir denn dann da rausgefahren sind, wenn uns das doch so gut gefallen hat. Und zwar war das ja so, dass wir rausgefahren sind aus der Türkei nach Griechenland, weil wir mit anderen gereist sind. Und dann haben wir ja schon gemerkt, durch die ganzen Stops in der Türkei, dass wir, ja, doch noch bleiben möchten. Aber wir waren ja ganz unten Alanya und waren dann schon hier in Griechenland, in Alexandropolis, wie das heißt. Und dann erst haben wir uns entschieden, okay, komm, wir trennen uns von den anderen. Man kann sich ja immer mal wieder irgendwo treffen. Wir fahren aber zurück nach Istanbul, weil wir da ja auch noch was besichtigen wollten. Haben wir dann ja auch gemacht. Und wollten dann eigentlich runter nach Alanya wieder fahren, was ja ungefähr 1000 Kilometer sind. Und da ist jetzt auch noch richtig schönes Wetter. Und ja, wir wollten uns dann da wieder hinstellen und noch mit einer anderen Familie treffen, wie dem auch sei. Wir waren dann in Istanbul und dann haben wir aber gesehen, dass da, wo wir durchfahren müssen, im Landesinneren in der Türkei, da war so die Gefahr in Anführungsstrichen von Schnee, Glatteis, und das wollten wir nicht riskieren, mit dem Wohnwagen da durchzufahren. Und ja, dann sind wir halt nur oben in Istanbul geblieben, aber da war jetzt halt auch, da war halt nur dieser Stellplatz und wir hatten dann halt die Moschee gesehen und den Bazar. Ja, man hätte da jetzt bleiben können, aber wir hatten uns dann dazu entschlossen, dass wir dann die Zeit jetzt nutzen in Griechenland und uns ein Ferienhaus nehmen, wo wir ja jetzt hier sind, und machen jetzt halt Athen unsicher und gestern halt Thermopylen und sowas, gucken uns hier ein bisschen was um und fahren dann im Spätsommer nochmal in die Türkei und bleiben dann da und werden uns nicht mehr von unserer Reiseroute abbringen lassen, wenn man das so sagen kann. Wir bereuen das halt
Aber ja, war halt unsere eigene Schuld. Wir wussten schon, als wir losgefahren sind, wir werden es bereuen. Bitte? Ja, wussten schon von Anfang an, dass das ein Fehler war. Ja, aber trotzdem haben wir es gemacht. Ja. Im Nachhinein sagen wir, warum waren wir so doof, weil wir es ja schon wussten. Aber es ist jetzt halt so. Und sorry, wenn ich euch damit die Ohren voll heule. Aber es hat mir halt wirklich sehr gut gefallen in der Türkei. Ja, und wenn ich gucke jeden Tag das Wetter so überall, also auch so zum Beispiel Spanien, ah, nicht jeden Tag, ist übertrieben, aber ich verfolge das halt, wie so das Wetter ist, überall, wo wir mit dem Wohnwagen hinreisen könnten. Seit 2 Jahren ungefähr sehr, sehr regelmäßig und in Alanya ist es halt wirklich noch wunderschönes Wetter. Hier ist es jetzt halt auch heute 18 Grad, aber es ist halt bewölkt. Ja. Und da hatten wir ja diesen wunderschönen Stellplatz am Meer, mit direktem Meerblick, mit unserer schönen Spüle an der Palme. Wisst ihr noch? Ich weiß es noch. Weißt du noch? Da ist ein Platz, du weißt schon wo. Naja, wir kommen wieder. Keine Frage. Ist jetzt halt so. Die schläft immer noch. Ja, die schläft jetzt schon seit 3 Stunden. Jetzt wirklich nötig gehabt. Ist jetzt so die Zeit, wo sie mal macht sie Mittagsschlaf, mal nicht. Und jetzt hat sie ein paar Tage keinen gemacht. Und heute, ja, ganz viel. Aber passt ja gut. Wir fahren ja bestimmt 1,5 Stunden hin nach Athen, 1,5 Stunden zurück. Und dann halt da rumrennen. Dann wird sie viel erleben. Ja, ist schön fit. Ich habe mich jetzt ganz spontan dazu entschlossen, dass ich den Vlog jetzt hier beende und unseren abendlichen Ausflug nach Athen, hi, in einem neuen Video mit euch teilen werde, weil ich habe gerade mal geguckt, ich habe jetzt schon eine 1/2 Stunde oder so voll. Oh, ich habe Krebs gemacht, Livia. Wir haben jetzt schon 1/2 Stunde Titi den Vlog voll und morgen um 12 Uhr zeige ich euch dann den Rest von diesem Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen in alter Frische. Tschüss.